ist einfach alltäglich für mich. Es bringt einen schneller an entfernte Ziele. Ich könnte jeden Dorf fliegen, wenn es nicht so teuer wäre. Also das ist für mich als älterer Mensch gerade, wo ich aus der Generation komme, die das nicht vorher in unserer Jugend erlebt hat, betrachte ich das immer noch als ein kleines Wunder. Was mich ja immer am meisten begeistert hat, dieses Gefühl der Leichte, wenn man also startet, Vollschub oder Vollgas gibt und dann abhebt, dieses Gefühl der Leichte, was dann eintritt. Und dann natürlich der wunderschöne Blick von oben, der Panoramablick aus dem Cockpit. Und dann besonders halt die Naturphänomene, die man so vom Boden aus ja gar nicht beobachten kann. Faszination Luftfahrt. Heute transportieren am Computer konstruierte Riesenflugzeuge Hunderte von Menschen innerhalb weniger Stunden an fast jeden Ort der Welt. Heute ist Normalität, was vor 100 Jahren fast undenkbar war. Die ersten Deutschen, die die Faszination des Fliegens erleben, sind nach Otto Lilienthal die Männer um Ferdinand Graf von Zeppelin. Am 2. Juli 1900 erhebt sich in Manzell am Bodensee zum ersten Mal das Luftschiff LZ-1 mit 5 Personen für eine Fahrzeit von 18 Minuten. 1908, nach einigen bitteren Rückschlägen, will der Graf mit einer 24-Stunden-Fahrt über Deutschland beweisen, dass seine Luftschiffe die Verkehrsmittel der Zukunft sind. Nach 18-stündiger triumphaler Fahrt zwingt ein Motorschaden den Grafen zur Landung. Zu Tausenden strömen Schaulustige zum Landeplatz. Ein aufziehendes Gewitter aber zerstört das Schiff. Das Unglück löst eine ungeahnte Anteilnahme in der Bevölkerung aus. Malheur war ein Malheurchen stehen, doch jetzt sammelt alle Welt eine Menge Geld für ihn, für den Zippel, für den Zappel, für den Zeppelin. Innerhalb weniger Wochen spenden die Deutschen mehr als 6 Millionen Mark, damit der Graf sein Lebenswerk fortführen kann. Neues Leben wird sehr bald aus den Ruinen blühen, aus dem Zippel, aus dem Zappel, aus dem Zeppelin. Meine Luftschiffe werden bald zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen, mit welchen weite Reisen bei verhältnismäßig geringster Gefahr für Leib und Leben der Insassen ausführbar sind. Mit dem Spendengeld baut der Graf ein neues Luftschiff und gründet die erste Luftverkehrsgesellschaft der Welt. Die Deutsche Luftschifffahrt AG Delag. Bald schon findet ein regelmäßiger Passagierdienst statt, der es nun vielen Menschen ermöglicht, die Welt von oben zu sehen. Neben dem Luftschiff begeistern auch die ersten Motorflugzeuge die Deutschen. Ab 1909 gibt es zahlreiche Flugtage, zu denen die Menschen zu Hunderttausenden strömen. Immer höher, immer weiter fliegen die eigenartigen Flugmaschinen. Unter dem Vorzeichen des drohenden Krieges preisen die Konstrukteure ihre Maschinen aber auch bald als Waffe an. Da kam ja der Erste Weltkrieg und der hat technisch eine Menge gebracht, indem tatsächlich zum ersten Mal richtige, voll verkleidete Flugzeuge mit einem richtig verkleideten Motor vorn dran geflogen sind. Durch den Zwang, im Ersten Weltkrieg halt Flugzeuge bereitzustellen, war dann auch plötzlich mehr Geld natürlich da, vom Staat her gesehen, wurde das ja ganz anders gefördert. Vorher waren das alles nur ein paar Verrückte, die da durch die Gegend gurkten und kurften. Aber dann plötzlich haben die Politiker erkannt, dass man ja auch damit Kriege führen könnte. Kriege ganz neuer Art.
Wegen der ungeheuren Vernichtungskraft der modernen Artillerie graben die Armeen sich ein. Unsichtbarkeit ist der einzige Schutz. Aus der Luft kann man aber wieder alles erkennen. So wird die Luftaufklärung zu einer der Hauptaufgaben der neuen Waffe. Neben dem militärischen Nutzen ergibt sich auch ein propagandistischer. Während unten auf der Erde die Soldaten im dauernden Kanonenhagel anonym sterben, werden im Luftkampf Mann gegen Mann die neuen Helden geboren. Ritter der Lüfte nennt man sie und jedes Kind kennt ihre Namen. Boelcke, Immelmann, Udet und von Richthofen sind nur die bekanntesten unter ihnen. Aber noch hat die Luftwaffe keine kriegsentscheidende Bedeutung. Und als der Erste Weltkrieg verloren ist, bestimmen die Sieger im Vertrag von Versailles, dass die deutschen Flugzeuge am Boden zerstört werden müssen. Der Friedensvertrag verbietet auch den Bau moderner Motorflugzeuge in Deutschland. Das Segelfliegen dagegen ist erlaubt. Und schon 1920 findet auf der Rhön das erste große Nachkriegstreffen statt. In meist selbstgebauten und oft abenteuerlich anmutenden Apparaten starten die Teilnehmer zu kurzen Gleitflügen. Aber binnen weniger Jahre entstehen leistungsfähige Segelflugzeuge mit Flugzeiten von mehr als 3 Stunden. 1924 gelingt den Zeppelin ZR-3 unter Führung von Hugo Eckener die erste Transatlantiküberquerung. Durch diesen Erfolg gestärkt, baut Eckener neue Großluftschiffe und setzt damit Maßstäbe für luxuriöses Reisen über den Atlantik. Dann wurde der ganze Zeppelin aus der Halle gebracht, nach Wind gestellt. Und dann hat neben mir ein Amerikaner geschrien, we are up. Und wir haben es überhaupt nicht gemerkt. So sachte und leicht geht der Zeppelin hoch. Man merkt, man spürt nichts. Dann sind wir 1 Stunde gefahren nach Köln und es war sehr schön, der Dom und der Rhein. Dann sind wir nach Düsseldorf und hinter Düsseldorf sind wir dann ins Bett. Das war alles mehr oder weniger aus Aluminium, dass es leicht war. Und dann kam der Esssaal, das waren also Tische und Stühle. Und dann war ein großer Saal mit einem Flügel. Da haben wir unseren Kaffee gehabt mit Kuchen und so weiter. Und es war also auch wieder eine Abwechslung. Es ist ein luxuriöses Reisen mit den riesigen silbernen Zigarren. Aber am 6. Mai 1937 ist diese Ära auf einen Schlag beendet. Wir sollten eigentlich schon mittags landen. Da sah man dann von Steuerbord, also von Westen her kommend, schlecht Wetter kommen, Gewitter, Front. Später, wo das Gewitter vorbei war, wir sind dann zur Landung angefahren. Als wir zum Stillstand kamen, waren wir vielleicht 70 Meter hoch. Direkt über der Landemannschaft, da werden am Bug die Taue, die über 100 Meter lang sind, abgeworfen. Und dann gab es plötzlich einen Stoß durchs Schiff. Denke ich, was ist jetzt los? Und da hat es noch ein paar Minuten, Sekunden gedauert, es sind ja alles nur Sekundensachen gewesen. Und da sagt der Chefingenieur, alles raus, das Schiff brennt. Das war also vielleicht 2-3 Sekunden danach hat das ganze Schiff vom Heck bis zur vorderen Motorgondel schon gebrannt. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fast. And all the folks between the this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's funny. Oh, 400-500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is rising to the ground, not quite to the mooring mast. Oh, the humanity and all the men. Anfang der 20er Jahre entstehen in Deutschland eine Reihe kleiner Luftfahrtgesellschaften. Sie befördern vor allem Post, aber auch schon Passagiere, die noch unter recht spartanischen Verhältnissen erste Flugerfahrungen machen.
Na, die Verkehrsfliegerei hat ja nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, indem man zunächst einmal Kriegsflugzeuge umbaute, Bomberflugzeuge zum Beispiel dann als Passagier mit Sitzen ausrüstet und als Passagierflugzeug umgebaut hat. Dann gab es auch die ersten echten Verkehrsflugzeuge wie die Junkers U-13. Dieses erste Ganzmetallflugzeug der Welt ist schon verhältnismäßig komfortabel ausgestattet. 4 bequeme und viel Platz bietende Sitzgelegenheiten sowie große Kabinenfenster verhelfen den Passagieren zu angenehmen Luftreisen. Die Abfertigung in den kleinen Flughäfen ist familiär. Noch können sich nur Reiche das Vergnügen einer Luftfahrt leisten. Gewogen wird damals nicht nur das Gepäck, auch die Passagiere müssen mitsamt Mantel und Zeitung auf die Waage. Selbst Passkontrollen sind schon üblich, bevor man eine der ziemlich lauten Maschinen besteigen darf. Am 6. Januar 1926 wird aus den verschiedenen kleinen Fluggesellschaften die Deutsche Lufthansa gebildet. Bald werden die Flugzeuge größer, die Fluggastkabinen sind geräumig und beheizt. Stewards, damals nur Männer, betreuen die Passagiere während des ganzen Fluges mit Essen und Trinken. Von Anfang an bedient die Lufthansa wichtige innerdeutsche sowie internationale Strecken und befördert schon in den ersten 5 Jahren ihres Bestehens fast 500.000 Menschen. Was noch fehlt, sind transkontinentale Routen. 1931 macht sich die Do X, das modernste Flugboot der Welt, auf den Weg. 6.300 PS aus 12 Tandemmotoren beschleunigen die riesenhafte Maschine bis auf 240 Stundenkilometer. Ihr Rumpf ist 40 Meter lang und kann 76 Personen samt Fracht transportieren. Der mehrmonatige Versuchsflug über Rio de Janeiro nach New York beweist, dass regelmäßigen transkontinentalen Verbindungen nichts mehr im Wege steht. Doch dann erobern die Nationalsozialisten den Himmel über Deutschland. In Propagandafilmen machen sie deutlich, dass die Fliegerei zukünftig eine wichtige Rolle spielen soll. Und schon 1933 tragen auch Passagiermaschinen das Hakenkreuz am Seitenleitwerk und fliegen so Werbung für das neue Regime. Adolf Hitler bereist mit dem schnellen Verkehrsmittel ganz Deutschland. Die Propaganda wirkt. Mit dem Flugzeug scheint Hitler an allen Punkten des Reichs gleichzeitig zu sein. Das Volk, stolz auf den von oben herabschwebenden Führer, ahnt zu dieser Zeit noch nicht, dass das eigentliche Ziel der Luftaufrüstung der Krieg ist. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese herrliche Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Görings Versprechungen münden in einem erbarmungslosen Luftkrieg. Mit Sirenengeheul stürzen die gefürchteten Stukas auf Soldaten und Zivilisten. Schnellbomber wie die He-111 oder die U-88 werfen Bomben auf Städte wie Rotterdam, Coventry oder London. Aber die Luftwaffe kann England nicht in die Knie zwingen und bald schlagen die Alliierten mit der gleichen Waffe zurück. Viele deutsche Städte zerfallen unter den englischen und amerikanischen Bombenteppichen zu brennenden Schutthalden. Das Geheul der Sirenen, das Dröhnen der schweren Bomber und der Aufenthalt im Luftschutzbunker werden zu einer neuen und unauslöschlichen Erfahrung der Deutschen. 1944 haben die Alliierten die uneingeschränkte Lufthoheit. Der von Deutschland ausgegangene Krieg kehrt nun mit aller Vernichtungskraft nach Deutschland zurück.
Gegen die 1000 Bomberangriffe und die fliegenden Festungen der Alliierten können auch so moderne Fluggeräte wie die strahlgetriebene Me-262 nichts mehr ausrichten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie von den Siegern zu kriegstauglichen Waffen weiterentwickelt. Schon zu Beginn der 60er Jahre fliegen auch deutsche Piloten diese neuen Militärjets. Im Osten die russische MiG, im Westen den amerikanischen Starfighter. Tieffluglärm und durchbrochene Schallmauern gelten im Zeitalter des Kalten Krieges noch als Sound of Freedom. Und voller Stolz sprechen die Piloten im Fernsehen von ihren Waffensystemen. Ich muss aber auch betonen, dass wir kein Sportflugzeug eingekauft haben, mit dem man einigen Flugzeugführern in Deutschland die Möglichkeit geben will, schneller als der Schall zu fliegen. Das ist nicht der Zweck und Sinn der Einführung dieser Waffe. Der Punkt Waffe ist es nämlich. Wir haben ein Waffensystem gekauft und wir glauben, dass wir bereits jetzt, nach dreijähriger Erfahrung mit diesem Flugzeugtyp, eine sehr gut verwendbare Waffe in die deutsche Luftwaffe eingeführt haben. Aber nicht nur Militärjets fliegen bald nach dem Zweiten Weltkrieg wieder über Deutschland. Auch die Lufthansa darf 1955 nach 10-jährigem Flugverbot wieder ihre erste Linie bedienen. Nun fliegen sie wieder, die silbernen Vögel der deutschen Lufthansa. Zum ersten Mal startete eine der neuen Convair-Maschinen mit geladenen Gästen auf der Route Hamburg-Frankfurt. Die Reise durch die Luft ist kurz. Schon neigt sich die Maschine dem Frankfurter Flugplatz zu. Nach diesem Jungfernflug wird es dann ab 1. April richtig losgehen. Und das ist kein Aprilscherz, sondern der ernsthafte Anfang des planmäßigen Flugdienstes der neuen deutschen Lufthansa. Aber es gibt zwei Lufthansas, eine im Westen und eine im Osten. Jungfernflug auf der ersten internationalen Linie der deutschen Lufthansa der Deutschen Demokratischen Republik. Gäste und Journalisten starten nach Warschau. Es gab einen langen juristischen Streit darüber, welche Gesellschaft nun das Recht hat, sich Lufthansa zu nennen, wir hier im Westen oder die anderen im Osten. Und da hat dann die Westlufthansa gesiegt sozusagen und hat dann das Recht zugesprochen bekommen, sich Lufthansa zu nennen. Und dadurch musste die Ostlufthansa ihren Namen dann ändern. Und da sie vorher schon im Charterverkehr als Interflug geflogen war, wurde dann der Name Interflug für die ganze Gesellschaft dann angewendet. Von den Erfolgen der Fluglinie berichtet die Ostdeutsche Wochenschau. Hätten Sie vor 15 Jahren daran gedacht, mit einem Flugzeug in die Ferien zu reisen? An die Ostsee oder ans Schwarze Meer? Heute hat Interflug Verbindungen mit 46 Luftverkehrsgesellschaften der Welt und beförderte seit 1956 fast 2 Millionen Passagiere. Was den Service betrifft, ist die Interflug auch ein Stück weitergekommen. Interflug hatte seinerzeit einen guten Ruf in der Welt, absolut. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir uns selber beweihräuchern wollen. Wir waren angesehen, weil unsere Piloten sauber, exakt, akkurat, wir waren bekannt für Akkuratesse. Reiseziele der Interflug sind fast ausschließlich sozialistische Bruderstaaten. Aber die Ostdeutschen kommen nur selten in den Genuss einer Luftreise. Erst nach der Wiedervereinigung, die auch das Ende der Interflug bringt, wird Fliegen für sie zur Alltagserfahrung. Nachdem anfangs fast ausschließlich Geschäftsleute das Flugzeug benutzen, beginnt in den 60er Jahren im Westen der Boom des Flugtourismus. Die Reise ins Land südlicher Träume wird nun zum Luftsprung. Für die Fluggesellschaften entsteht ein neues, riesiges Geschäftsfeld. Sie vermieten ihre Maschinen an Touristikunternehmen. Diese Chartermaschinen befördern die reisewilligen Deutschen jetzt in Massen an ihre neuen Urlaubsziele. Eines der beliebtesten Ziele ist schon damals Mallorca. Und auch schon damals gibt es ähnliche Probleme wie heute. Shorts und Pelzmäntel treffen sich am Flughafen von Palma, am neuralgischen Punkt des gigantischen Fremdenauftriebs. Sicher kommen auch heute noch Schiffsreisende auf die beliebte Baleareninsel, aber erst der schnelle Flugverkehr hat ihre wunderliche Gästevermehrung ermöglicht. Besonders der verbilligte Anflug in Chartermaschinen. Nur gute 500 Mark für 14 Tage Inselsonne,
Das zieht. 360 Starts und 360 Landungen in 48 Stunden. 60.000 Passagiere betraten oder verließen das Rollfeld zwischen Samstagmorgen und Sonntagnacht. Draußen hat man nicht Platz genug für die Maschinen, weder unten noch in den Warteräumen oben. Und drinnen quält sich der Ankömmling zur Stoßzeit durch enge, verstopfte Abfertigungskanäle. Ein Dämpfer für die Ferienfreude. In der Luft sollen die Flugbegleiterinnen die Passagiere bei Laune halten. Damals sind sie noch viel bewunderte Traumfrauen. Man nennt sie Hostessen und weiß der Kuckuck, wie sie es anfangen. Jedenfalls verstehen sie sich darauf, selbst hoch über den Wolken, so viel prickelnden Charme zu verbreiten, dass einem die Zeit wie im Flug vergeht. Vorausgesetzt, die Hostess ist immer zur Stelle. Berichterstattung im Stil der 60er Jahre. Stewardessen als Mädchen für alle Fälle und Blickfang geheimer Männerwünsche. Somit klärt sich schließlich auch die Frage, warum Männer nicht unbedingt Wert darauf legen, weit ab vom Schuss am Fenster zu sitzen. Denn auch am Mittelgang sind die Aussichten nicht minder gut. ...1960 beginnt für den deutschen Luftverkehr das Jet-Zeitalter. Mit der Boeing 707 gibt es eine neue Regel. Doppelt so hoch, doppelt so schnell und doppelt so viele Sitzplätze. Immer weiter, immer öfter, immer billiger können die Passagiere nun fliegen. Das Wachstum des internationalen Luftverkehrs ist gewaltig. Damit steigen aber auch die Anforderungen an die Flughäfen. Die Flughafenbetreiber bauen neue Abfertigungshallen, Terminals, und vor allem Startbahnen. Das ruft in den 70er Jahren die Umweltschützer auf den Plan. Sie beklagen, dass Flughäfen riesige Landschaftsverbraucher sind. Der Kampf gegen die Startbahn West am Flughafen Frankfurt ist ein Höhepunkt dieses Widerstandes. Jahrelang versuchen die Gegner mit Demonstrationen, Hüttendörfern und Eingaben den Bau zu verhindern. Aber letztlich ist ihr Kampf verloren. Die Startbahn wird trotz aller Proteste in Betrieb genommen. Aber nicht nur der Landschaftsverbrauch wird ab den 70er Jahren kritisiert. Das einstmals so geliebte und gehätschelte Flugzeug bekommt den Stempel des Umweltverschmutzers aufgedrückt. Großer Kerosinverbrauch, hohe Abgaswerte und eine enorme Lärmbelästigung kratzen am bisher makellosen Image der silbernen Vögel. Trotzdem ist die Faszination der schnellen Maschinen noch immer so groß, dass Hunderttausende zu den jährlich stattfindenden Flugschauen pilgern. Bis zum 28. August 1988 in Rammstein. An diesem Tag werden 70 Menschen Opfer ihrer Flugbegeisterung. Immer wieder verunglücken auch Passagierflugzeuge. Denn so gut Maschinen heute auch konstruiert und gewartet sind, die komplizierte Technik überfordert in Extremsituationen doch manchmal die Piloten. Bilder wie diese werden die Luftfahrt also auch weiterhin begleiten. Fliegen ist und bleibt ein Risiko. Aber unsere moderne Technikgesellschaft nimmt solche Gefahren in Kauf. Denn sie veranschlagt den Nutzen des Luftverkehrs höher als den Schaden der glücklicherweise seltenen Flugunfälle. Aber nicht nur die durch Medien verbreiteten Bilder von Abstürzen steigern bei manchen die Flugangst. Als 1977 eine Maschine der Lufthansa von Terroristen gekapert wird, um Baader-Meinhof-Häftlinge freizupressen, gewinnt die Frage der Flugsicherheit eine neue Dimension. Nun gelten auch Passagiere als mögliche Gefahrenquelle und überall werden ausgeklügelte Alarm- und Kontrollsysteme installiert. Die Kehrseite dieser Sicherheitschecks sind steigende Kosten und nervtötende Wartezeiten.
Lange Warteschlangen verursachen aber auch überbuchte Maschinen und ausgefallene oder verspätete Flüge. Ich bin sehr gequält. Das erste ist, morgens wird ein Flug gecancelt. Und dann kommt man hierher, froh, dass man endlich da den Termin umschalten konnte in Stuttgart. Mhm. Und bums, wieder eine Verspätung. Ich bin auch gebucht, sehen Sie hier. Sie sind in der Business-Klasse. Nein, ich bin hier gebucht. Laut EDV, ich kann nur von ausgehen, EDV, was Sie das, was Ihr Haus mir sagt. Komm ich dran, tun Sie gefallen, ich bin dran. Wann sind Sie gekommen? Gerade jetzt eben, ja. Also ich muss momentan erst mal warten, unsere Maschine ist voll. Ja, im Moment bin ich gebucht, und nehmen Sie sich mit. Ja. Ich muss, tut mir leid, im Moment sind wir voll. Ja. Die Maschine ist überbucht. Und wir müssen erst mal warten. Die Fliegerei ist für die Fluggesellschaften heute ein einträgliches und immer noch boomendes Geschäft. Alle 90 Sekunden startet zum Beispiel in Frankfurt am Main eine Maschine. Die geplante Ausweitung des Luftverkehrs wird aber immer schwieriger. Die Hauptschwierigkeit sehe ich heutzutage eigentlich in der Überfüllung der Luftstraßen. Dann natürlich die Überfüllung der Flughäfen selber, weil jeder Flughafen das Bedürfnis hat, möglichst viele Gesellschaften anzulocken und dann natürlich auch Versprechungen macht im Service, die hinterher nicht einzuhalten sind. Dann kommt es zu Verspätungen am Boden, dann fehlen die Parkpositionen, die Maschinen können nicht rechtzeitig angeparkt werden. Und das sind eigentlich so die Hauptprobleme heute, würde ich sagen. Das Fliegen an sich stressreicher geworden ist, verglichen mit früher. Und mit Fliegen meine ich eigentlich das Nichtfliegen, nämlich das Warten am Boden. Es mag wie ein Widerspruch klingen. Im Zeitalter zunehmender Beschleunigung und überschallschneller Flugzeuge werden das Warten und die Langsamkeit wieder zur quälenden Erfahrung. Trotzdem, wenn es dann endlich losgeht, hat der Traum vom Fliegen nichts von seiner ursprünglichen Faszination verloren.